Hoch hinaus soll es gehen für die Schweizer Curlerinnen und Curler. Das Ziel von 2 Olympiamedaillen wird heute offiziell bekannt gegeben, auf dem Schildhorn. Das Schildhorn und Curling, da war doch was. Richtig, vor 50 Jahren wurde hier ebenfalls Curling gespielt. Kein geringerer als James Bond war zu Gast. Im Film Im Geheimdienst Ihrer Majestät versuchte er sich als Curler auf dem Glatteis. Die Helden von heute heißen beispielsweise Peter de Cruz. Der Skip sieht seinen ersten Olympischen Spielen.